Ach komm, nein, jetzt möchte ich keine Kämpfe. Ich weiß leider auch nicht, welches Elementschadensystem in diesem Spiel wirkt. Diese Molche sind definitiv Wasserelementar. Was passiert, wenn ich Feuerelementare einsetze? Oder ist vielleicht das Donnerelement ihre Schwäche? Das weiß man nicht, müsste man ausprobieren. Es zu wissen wäre natürlich besser. Als einige KP hier. So, nächster Feind, der in uns reinrennt. Ha, ich hab's doch gewusst. Ist doch nur einer. Ich probier's jetzt aus. Schwimmtuben an. Wind probier ich auch gleich. Und sie verteidigt sich, um ein paar MP zu regenerieren. Okay, es ist sehr effektiv oder die Attacke ist einfach nur verdammt stark. Eins von beiden. Wow, neue Waffe! Komm, 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 geh weiter. Jägerpistole. Kutschwert. Lederpatsche, kleine Morgenstern. Ein kleiner Morgenstern für Bändiger. Hurra! So ein Morgenstern ist natürlich optimal, um Monster zu bändigen, K.O. schlagen und schon sind auch die bösesten Kreaturen ganz lieb. Komm. Komm. Sei ein liebes Monsterle. Was? Was war das? Jetzt nicht ernsthaft. Ein versteckter Bodenschalter? Na, oh, das kann nicht sein Ernst sein. Nein. Solche Art von Rätsel sind unfair. Wenn es noch nicht mal einen Hinweis darauf gibt, ist das echt unfair. Müssen wir jetzt über alles rüberlaufen? Oder ist das vielleicht sogar ein Secret und wir finden Energiecontainer? Wahrscheinlich nicht, oder doch? Wir wissen es nicht. So, hier könnte auch noch etwas sein. Oder es war nur ein einziger Schalter. Aha! Ach, das ist unfair! Sorry, aber what? Hier ist wahrscheinlich auch noch etwas. No! Schön, wir haben noch einen kleinen Morgenstern erhalten. Können wir für teuer Geld verkaufen. Ja, irgendein Level-Up. Ich habe nicht genau darauf geachtet, was sich jetzt erhöht hat, aber ich glaube, es war Fea, die ein Level-Up hatte. Nichts Neues gelernt. Die Details sind ja relativ interessant. Aha. Das ist fies. Und hier wahrscheinlich auch noch. Oder nicht? Oder doch? Wir werden es erleben. Komm. Nichts, okay. Gab es zuvor vielleicht noch irgendein... Nein, hier gab es nur den langen, schmalen Gang. Und jetzt sind natürlich alle Gegner erneut gespawnt. Hooray, gut gemacht, MG. Nein, 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 danke. Ja gut, dann müssen wir wahrscheinlich noch in den letzten Raum dort noch einen letzten Schalter umlegen. Ich vermute, dort ist der letzte. Ich habe keinen Bock zu kämpfen. Oh, was sind so viele Gegner? Verpiss dich! Okay. Der kann sich auch noch heilen. Na klasse.
immerhin habe ich diesen Bodenschalter relativ schnell gefunden. Wenn nicht, wären wir jetzt über Stunden noch durch diese Kanalisation gegurkt. Und das ist kein Spaß. Yay! Der nächste dürfte hier irgendwo sein. Yeah. Und der vorletzte, wahrscheinlich der vorletzte auf dieser Ebene. Nein, diesmal nichts. Ah! Wir haben sie alle. Ah, aua, mein Fuß. Ah, ah, aua, oh. Autsch. Ich habe mein Bein über das andere Bein gelegt und jetzt schmerzt eben, dass das darunter lag. Aua. Hooray! Secret gelöst. Geheimnis gelöst, kein Secret. Halt doch die Fresse, MG. Psst, ganz leise, wer ist das denn? Oh mein Gott. Sollen wir nochmal speichern? Ja. Und wenn sie uns angreift, laden wir den Spielstand und heilen uns. Da ist irgendjemand. Ach. Was? Mahlzeit! Wie seid ihr hierher gekommen? Durch eine Treppe in einem Haus. Dieser Ort wird von denen... Quatsch. Dieser Ort, von denen wir... Dieser Ort... Was? Blablabla. Dieser ganze Satz ist ein Zungenbrecher. Dieser Ort wird von den von mir erschaffenen Kreaturen geschützt. Niemals habt ihr sie bezwungen. War denn noch ein Endboss? Achso, verstehe. Also gut, so muss es sein. Wir sind auf der Suche nach jemandem. Ich bin Bora, die nach der hier sucht. Doch glaubt nicht, dass ich mich so einfach geschlagen gehe. Verdammte Blaublütler, Blütblüter und so. Hierher zu kommen war der größte Fehler eures Lebens. Für eure Reue ist es zu spät und werdet ihr für eure Ignoranz sterben. Ihr seid so ignorant. Ey, halt, wir sind nicht hier um... Ihr Ignoranten. Oh, sie pulsiert vor Wut. Jo, ich hätte ahnen müssen. Bora, das klingt wie eine Schlange. Boa Constrictor. Eine Hydra. Rennt weg. Ja, von wegen Spielstand laden, hm? Wir probieren es so. So, erst die Kreaturen drumherum. Ich versuche einen Boss zu betäuben. Und zu verlangsamen, ja. Hat er immer noch die gleiche Farbe. Oh. Krass. Nein, wir laden den Spielstand, heilen uns und gehen dann noch einmal in diesen Kampf. Na komm, voller Heilung. Auf geht's! Ist jemand, bla 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 bla, kennen wir alle schon, langweilig. La 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 la, dieser böse Ort, oh, Blaublüter, bla 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 bla. Wir haben nicht mal die Chance gehabt, uns zu erklären. Immer diese unnötigen Aggressionen. Oh. Ja, eine Hydra, ja. Jetzt aber. Ich werde wahrscheinlich in diesem Kampf nicht sehr viel kommentieren. Die Molche müssen wir definitiv vernichten, die können nämlich heilen. Problem beseitigt. Und der... Oh, was? 765. Extrem krass. Leider haben wir den Donnerelement nicht bei uns. Blitze gegen Wasser soll ja für gewöhnlich relativ effektiv sein. What? Ach nein. Trank. Wir besitzen
kein Item, das Paralyse aufheben kann. Schlecht. Halten wir sie einfach am Leben und hoffen, dass wir diesen Kampf dennoch irgendwie überstehen, denn immerhin ist die Hydra ja fast tot. Oha, kein Mana-Trank mehr. Egal. Wir machen trotzdem guten Schaden. Manu! Ah, sie ist nicht mehr dehydriert? Nein, paralysiert. Yeah! Sieg! Wir sind einfach die Größten. Ja, wir sind die Größten. Ah, diese Schmerzen. Und du bist tot. Du hast es nicht anders gewollt. Ah, na los, bringt es hinter euch. Okay. Von hinten? Jetzt hör uns doch mal zu. Wir sind nicht gekommen, um mit irgendjemandem zu kämpfen oder jemandem das Leben zu nehmen. Aber ihr, was wollt ihr sonst hier unten? Ihr seid doch von der königlichen Garde, oder nicht? Sehen wir so aus? Nein, und wir sind doch keine Kopfgeldjäger oder sowas in der Art. Ich hab wohl zu überstürzt gehandelt. Ach, was passiert mir jedes Mal? Ich hatte mal einen Freund und wollte seine Familie kennenlernen, doch ich hab sie mit jemand anders verwechselt und hab mich ganz spontan in eine Hydra verwandelt und sie alle vernichtet. Bäh! Sag, bist du schwer verletzt? Nö. Das hätte sich erledigt. Im Gegensatz zu euch brauche ich nur ein paar Sekunden, um meine Verletzung zu heilen. Eure Chance, mich zu töten, ist somit dahin. Ich sagte bereits, deswegen sind wir nicht gekommen. Aber wenn du weiter solchen Blödsinn laberst, vielleicht schon. Hehe. Was ist so lustig? Nichts, ich bin bloß bereit, euch dies zu glauben. Hehe. Lustig. Hey, schließ dich doch unserer Party an. Ihr sagtet, ihr habt nach jemandem gesucht, aber man verirrt sich nicht einfach so in fremde Untergründe. Es war der letzte Weg, der uns die Quest gelassen hat. Ich werde im Haus auf euch warten, dort will ich dann eure ganze Geschichte hören. Wir müssen jetzt den ganzen Weg zurück, so angeschlagen wie wir sind. Nimm uns doch mit, du kennst sicherlich eine Abkürzung, oder? Sie hat wirklich unglaubliche Fähigkeiten. Sie muss es sein, die Tapio gemeint hat.